Flutlicht in Memmingen. Der FC hatte die Reserve des FC Bayern zu Gast. Es war das Duell zweier Mannschaften im Aufwind. Memmingen holte zuletzt einen Punkt beim Löwennachwuchs. Die Bayern gewannen 6-mal in Folge. Um diese Serie fortzusetzen, müsse seine Mannschaft von Anfang an Leidenschaft, Wille und Konzentration auf den Platz bringen, forderte Gästecoach Erik ten Hag. Das taten die kleinen Bayern auch, ließen ihre Chancen zu Beginn aber ungenutzt. Stattdessen jubelte Memmingen. Andi Meier setzt sich da rechts durch, bringt den Ball zu Matthias Jocham und mit welchem Körperteil der hier trifft, weiß wohl nur er selber. Sei es drum, 1-0 für die Heimelf. Völlig alleingelassen darf der 20-Jährige da abschließen, das zweite Saisontor für Jocham. Leopold Zingerle kann dieser artistischen Einlage auch nicht mehr entgegensetzen. Ganz ähnlich dann der Ausgleich, nur über die linke Seite und mit eindeutigem Körpereinsatz. Steven Ribéry über links, Patrick Weihrauch genauso frei wie vorher Jocham, aber der Münchner nimmt den Fuß und schiebt ein. Ausgleich kurz vor der Pause. Weihrauch hatte auch in der Vorwoche in Bayreuth den Ausgleichstreffer für die Bayern markiert. 53. Minute, 6 Rote gegen einen Weißen am Strafraum. Der bleibt erst hängen, aber dann kommt Nikolaj Jelisic und schließt den Angriff ganz klug ab. 2-1 für die Bayern, Spiel gedreht. An zwei Verteidigern und dem Torwart vorbei trifft Jelisic hier zum ersten Mal in dieser Spielzeit. Ab da war der Memminger Widerstand gebrochen. 66. Minute, Ili Salahi zieht erst aufs Tor, hat aber dann das Auge für den freien Lukas Görtler, der zieht ab, 3-1. Das Spiel war entschieden, Görtlers satter Schuss flach ins lange Eck, ist aber trotzdem sehenswert. 5 Minuten vor dem Abpfiff hat Memmingen längst aufgemacht. Die Bayern haben Platz und nutzen ihn. Salahi, zuvor noch der Vorbereiter, jetzt will er selber jubeln. Der Mann, der sonst so gern aus der Distanz draufhaut, macht's hier ganz locker. 4-1, das war's. Am Ende vielleicht ein Tor zu hoch, gewinnt der FC Bayern sein 7. Spiel in Folge und rückt auf den 3. Tabellenplatz vor. Die Insel.